Die EU hat sich in die iPhone 15 Modelle eingemischt, doch Apple dachte sich, Moment, das drehen wir rum, denn Apple wird ein Feature in die EU bringen und das wird Auswirkungen auf alles haben. Was ich genau damit meine, erfährst du in diesem Video, also bleib dran, mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute über das iPhone 15 bzw. die iPhone 15 Modelle. Und hier gibt es eine Sache, die nun ja extrem viel verändern wird. Vorweg muss man aber sagen, erst einmal hat die EU mit ihrem Beschluss um weniger Produktion von Elektroschrott etwas bei Apple getan. Denn die Rede ist, sie verlassen den Lightning-Anschluss und gehen über auf den USB Type-C-Anschluss. Das bedeutet ein einheitlicher Anschluss bei allen Smartphones, die ihr kaufen könnt. Ich bin immer noch ein bisschen zwiegespalten, was das angeht, denn auf der einen Seite, ja, es mag vielleicht besser sein für die Umwelt, auf der anderen Seite ist es aber ein Eingriff in Technologie und Wettbewerb beziehungsweise bringt immer etwas Neues, noch Besseres hervor und so könnte das so ein bisschen entschleunigen. Schieben wir das aber auf Seite, mit diesem Eingriff hat die EU etwas an den iPhone-Modellen verändert. Doch Apple hat bereits im vergangenen Jahr bei den iPhone 14-Modellen, zumindest in den USA, etwas gemacht, was wir jetzt auch bei uns bekommen werden. Die Rede ist von einer eSIM. Ihr fragt euch vielleicht jetzt, Moment, was ist eine eSIM? Das erkläre ich euch jetzt gleich und eins auch noch an der Stelle, es ist noch nicht zu 100% sicher, aber es gibt wohl die ersten Leaks, die darlegen, dass wir das in Frankreich bekommen und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man speziell nur für Frankreich ein iPhone entwirft, bei dem man eine eSIM bekommt und alle anderen europäischen Länder nicht. Genau deshalb können wir der Annahme doch schon relativ sicher sein, dass dieses Feature in die EU kommt. Jetzt aber nochmal zurück zu der Frage, was ist eine eSIM? Wenn ihr euer Smartphone kauft, so wie ihr es hinter mir seht, dann habt ihr diesen Einschub und legt eure SIM-Karte ein. Soweit, so gut. Und beim Bestellen kann das manchmal dauern, wenn ihr nicht direkt vor Ort eure eSIM bzw. eure SIM-Karte bekommt. Sorry. Und das alles könnten wir viel mehr beschleunigen. Denn auch hier in meiner Apple Watch Ultra beispielsweise habe ich eine eSIM. Das geht ganz einfach. Bei eurem Provider sagt ihr, hey, ich möchte eine eSIM. Ihr bekommt einen QR-Code, scannt das Ganze ein und schon ist euer Device damit registriert und ihr könnt direkt darüber telefonieren, also auch bei den Smartphones. Das ist extrem clever, smart und ich persönlich liebe es. Dieses Feature gab es bereits bei den iPhone 14 Modellen in den USA exklusiv. Und jetzt kommt das Ganze auch zu uns in die EU. Und das hat natürlich weitreichende Folgen. Denn zum einen verändert es das Design der iPhones und das eher zum Positiven, denn man hat mehr Platz. Diesen SIM-Karteneinschub spart man sich. Dadurch kann man an den Kameras etwas machen, man kann den Akku größer gestalten und auch generell kann man den Aufbau eines Smartphones dadurch verändern. Auch gegen Staub und Wasser ist dadurch das Smartphone noch einmal besser geschützt, denn es ist eine Öffnung weniger an eurem iPhone, in der Wasser oder Staub eindringen kann, wodurch es zu Beschädigungen kommt. Und das ist eigentlich für beide Seiten gut. Für den Hersteller, auch für den Endverbraucher. Jetzt fragt ihr euch aber auch, okay, ich habe eben gesagt, die EU hat etwas bei Apple verändert, aber Apple verändert etwas für die EU und eventuell auch für komplett, naja, die ganze Welt. Denn wir wissen auch, wenn Apple Features liefert, dann wirkt sich das auf andere Smartphone-Hersteller aus, speziell auf den Android-Bereich. Und ihr fragt euch jetzt, warum? Erinnert euch an den Klinkenanschluss. Apple hat das Ganze groß eingeführt und hat ihn einfach gestrichen. Und Stück für Stück kamen andere Hersteller mit dazu, die das auch gemacht haben. Weiteres Beispiel gefällig. Denkt an das Netzteil. War der Aufschrei nicht groß, als man bei den iPhone-Modellen einfach das Netzteil rausgelassen hat? Okay, es war auch nur 5 Watt Charging, aber immer mehr Hersteller sind diesem Beispiel gefolgt. Auch Samsung in seinen Premium-Smartphones oder auch Google bei den Pixel-Geräten. Ja, chinesische Hersteller liefern das Netzteil oft noch mit, aber naja, ihr merkt, es ist trotzdem eine Bewegung auf dem Markt. Und deshalb wird sich auch das Einsetzen der eSIM bzw. das Ersetzen einer normalen SIM-Karte durch die eSIM auf Android auswirken und damit auf alle Smartphone-Hersteller. Und auch hier muss ich den Schritt wieder begrüßen, denn dadurch kann sich die Bauart der Smartphones nochmal verändern. Größere Akkus, generell alles kann sich dadurch an diesem Smartphone leicht verändern und sehr wahrscheinlich zum Positiven. Und damit sehen wir mal wieder, dass Apple der Vorreiter ist mit etwas,
ohne dass sie jetzt innovativ sind, das möchte ich an der Stelle nicht sagen, aber diese Veränderung bringt dann eine Veränderung für alle Hersteller da draußen. Ihr merkt, ein kleines Detail mit großer Wirkung am Ende. Wie steht ihr dazu? Hattet ihr überhaupt schon mal Berührungspunkte mit einer eSIM oder ist euch das komplett fremd? Schreibt es gerne mal unten rein und begrüßt ihr diesen Schritt oder sagt ihr, oh, das hätten wir uns mal lieber gespart. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt es unten in die Kommentare und wie immer gilt, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.